Hallo, hier ist Michael von Casayo und heute zeige ich euch die Basalte Ellie. Viel Spaß! Vielleicht habt ihr schon unser Video gesehen über die Basalte Lisa. Das könnt ihr euch nochmal hier oben anschauen. Und heute widmen wir uns der Basalte Ellie. Das ist praktisch die größere Schwester von der Basalte Lisa. Die Ellie ist genauso wie die Lisa oder jeder Basalte-Schalter 8 cm breit, aber natürlich etwas höher als die Lisa oder ein Basalte-Schalter, nämlich fast genauso hoch wie zwei Schalter. Nicht ganz, die ist 15,5 cm hoch, also da fehlt noch ein halber Zentimeter. Aber man kann sich so grob orientieren, zwei Basalte-Schalter sind ungefähr eine Ellie. Das heißt, die Ellie passt sich wirklich sehr, sehr schön in das gesamte Sortiment von Basalte ein. Das heißt, ich habe auf Augenhöhe eine Ellie hängen und darunter einen Basalte Sentido-Schalter zum Beispiel. Und dann sieht es einfach wunderschön aus, alles in einer geraden Linie. Unten drunter vielleicht noch eine Basalte Steckdose. Und man hat eben immer diese 8 cm Breite über die gesamte Länge. Wirklich sehr, sehr schön. So, was kann die Ellie jetzt mehr als die Lisa? Zunächst einmal können wir mit der Ellie das ganze Haus steuern. Mit der Lisa konnten wir nur einen Raum steuern, also das war ein Raumcontroller für einen Raum. Und mit der Ellie können wir jetzt wirklich das gesamte Haus steuern. Wenn man so will, ist die Ellie eigentlich so 1:1 die Basalte App auf iPad oder iPhone oder Android. Aber natürlich kann die Ellie noch ein bisschen mehr als jetzt die genannten Apps. Das Display hier ist Full HD mit der OLED-Technologie. Das kennt ihr vielleicht schon von den modernen Smartphones. Der große Vorteil ist, dass schwarz wirklich schwarz ist, weil die Pixel einfach ausbleiben. Hier gerade so ein dunkler Hintergrund, das macht sich einfach viel besser an der Wand, weil schwarz eben nicht beleuchtet wird. Und dann ist es einfach pechschwarz und es wirkt einfach viel schöner an der Wand, als wenn man jetzt einen schwarzen Bildschirm nochmal beleuchtet. Dann hat man immer diesen Grauschimmer. Das hat man hier jetzt zum Beispiel gar nicht. Genauso wie bei der Lisa gibt es die Ellie in verschiedenen Farben, nämlich einfach das gesamte Farbsortiment von Basalte. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel Aluminiumfarben. Die Farbe sieht man dann praktisch immer an dieser unteren Leiste, aber auch wenn man seitlich drauf schaut, da sieht man dann auch das Material bzw. die Farbe. Es gibt dann zum Beispiel die Farben wie gebürstetes Schwarz, Satinweiß, Bronze, Gold, Rosé, Fairfauché, also wirklich das gesamte Basalte-Sortiment kann man sich hier aussuchen. Auch die Stromversorgung ist wie bei der Lisa. Die Ellie kann nämlich ganz normal mit PoE gespeist werden. Das heißt, man braucht nicht viel Verkabelung, man braucht kein Netzteil in der Wand, sondern einfach nur ein Netzwerkkabel. Und dann kann man die Ellie einfach anschließen, bekommt Strom durch das PoE und die Sache ist fertig. Auch von der Lisa bekannt ist der Annäherungssensor. Das heißt, wenn ich mich der Ellie nähere, geht natürlich auch das Display an und nach einer Zeit wieder aus. Hier auf dem Startbildschirm sehen wir bekannt aus der App die Wetterinformationen und unsere Hauptszenen. Das sind die Home-Szenen im Basalte-System. Und wenn wir jetzt nach oben wischen, kommen wir dann zu den zentralen Funktionen des Hauses, also Kameras, die Fensterkontakte, die Home-Szenen, die Musik für das Multiroom-System und das Thermostat. Und man kann natürlich an der Ellie auch dann schon die Zeitschaltuhren definieren, die Zeitpläne definieren, den Stromverbrauch vielleicht mal kurz checken oder einfach noch weitere Einstellungen vornehmen. Das alles konnte man mit der Lisa ja nicht, bis auf die Kameras. Aber sonst war die Lisa wirklich nur ein Raumcontroller und hier können wir jetzt mit der Ellie wirklich das gesamte Haus steuern. Bei den Fensterkontakten kann man dann schnell checken, ist irgendwas offen, indem ich hier oben auf den Filter geöffnet gehe. Dann sehe ich, aha, hier haben wir jetzt diese Fenster offen. Und kannst du dann natürlich auch schließen bei Bedarf. Kommen wir zurück auf die Hauptseite. Wenn wir nach links wischen, kommen wir in die Raumübersicht. Dort sehen wir natürlich wieder alle unsere Räume und sehen dann auch an den Symbolen hier, wenn dort eine Glühlampe ist, dann heißt es, in diesem Raum ist mindestens ein Licht eingeschaltet. Das ist immer auch ganz praktisch, wenn man jetzt das Haus mal verlassen möchte und noch checken möchte, wo denn überhaupt noch Licht an ist. Sieht man hier auf der Übersichtsseite sehr schnell, wo denn Licht brennt und wo schon das Licht ausgeschaltet wurde. Dann die Raumansicht sieht eigentlich auch genauso aus wie in der App. Das heißt, wir haben oben hier unsere Alles aus, Alles an-Taste und die vier Raumszenen, das Thermostat, wo man auch die Klimaanlage mit einbinden kann und die Lüftung und dann die Beleuchtung, Beschattung, Musik, vielleicht noch Fernsehersteuerung, das ist inzwischen auch möglich. Die Szenen oder auch unsere andere Funktion, die jetzt bei der Lisa gar nicht vorhanden war.
Eben wie im letzten Video schon gesagt, kann ich im Punkt andere zum Beispiel schaltbare Steckdosen einbinden oder vielleicht auch eine Gartenbewässerung und so weiter. Alles, was nicht in die Kategorien passt zu Beschattung, Beleuchtung und so weiter. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist denn jetzt der Vorteil von der Elli im Gegensatz zu einem iPad an der Wand oder vielleicht sogar der Handy-App, die man immer bei sich hat. Wir sehen hier oben schon, die Elli hat auch eine Kamera und auch natürlich Lautsprecher, Auslässe und auch ein Mikrofon. Das alles ist hilfreich, weil ich die Elli nämlich als Türsprechanlage nutzen kann oder auch als Intercom für Kommunikation innerhalb des Hauses. Also ich kann ja zwischen allen Basalte-Geräten untereinander telefonieren. Also ich kann mit der Elli eine Lisa anrufen oder eine Lena. Dazu kommt noch ein Video. Oder ich kann natürlich auch zwischen mehreren Ellis telefonieren. Und wenn ich eben mit Geräten telefoniere, die eine Kamera eingebaut haben, dann sehe ich natürlich mein Gegenüber. Bei der Lisa war jetzt keine Kamera eingebaut. Die Kamera ist eben erst bei der Elli und bei der Lena dann eingebaut. Das heißt, es ist vielleicht nochmal ganz nett, wenn man auch sein Gegenüber sehen kann, wenn man jetzt die Intercom-Funktion nutzt. Die Elli kann dienen als Tür-Innensprechstelle. Es wird ja eine große Anzahl von Türsprechanlagen unterstützt, zum Beispiel Gira, Siedle, Dorobird, 2N und so weiter. Das heißt, wenn jemand an der Tür klingelt, poppt hier das Videobild sofort auf und ich kann mit meinem Gegenüber sprechen und natürlich auch die Tür öffnen. Das kann ich jetzt mit dem iPad zum Beispiel nicht so schön, wenn das iPad fest an der Wand hängt, poppt nicht sofort das Bild auf, sondern ich muss erst die App öffnen und dann vielleicht sogar noch das Video aktivieren und dann sehe ich erst mein Gegenüber. Das heißt, ja, es ist schon deutlich schneller, der ganze Workflow, wenn man jetzt die Elli benutzt. So, dann zeige ich euch noch kurz, wie die Elli aussieht, wenn sie als Tür-Innensprechstelle fungiert und auch, wie es aussieht, wenn ich zwischen Elli und Lisa telefoniere über das Intercom-Feature. So, wir sehen sofort, das Bild poppt auf. Dann können wir hier annehmen. Hallo, wer ist da? Ja, gut, dann kann ich die Tür öffnen natürlich und dann das Gespräch beenden. Gut, dann zur Intercom-Funktion. Ich wische hier einmal nach oben und wähle Intercom aus. Sehe hier, ich habe nur ein anderes Gerät, das ist zufällig im Wohnzimmer. Drücke drauf. Dann wird eine Verbindung hergestellt und dann sieht man unseren Kameramann, weil eben die Elli eine Kamera hat. Das heißt, ich stehe dann davor. Der Analyser sieht mich bereits, kann annehmen. Und dann gibt es eine Rückkopplung. Man sieht, sehr stabile Verbindung, sehr schneller Verbindungsaufbau. Eigentlich wunderbar, um auch innerhalb des Hauses schnell zu kommunizieren, anstatt durchs ganze Haus zu brüllen. Das Coole ist auch, dass ich die Elli als Empfänger für Audiobenachrichtigungen einstellen kann. Das geht übrigens auch mit der Lisa und der Lena. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich das Haus verlasse, ich drücke auf den Schalter und es ist vielleicht noch ein Fenster offen, kann ich einen Warnton abspielen lassen über die Elli und sogar noch eine Benachrichtigung anzeigen lassen. Vorsicht, es ist irgendwo ein Fenster offen. Oder sogar, Vorsicht, im Kinderzimmer ist noch ein Fenster offen. Das alles kann ich mit der Elli, Lisa und Lena sehr schön abbilden. Die Frage ist natürlich, wo platziere ich jetzt meine Elli im Haus? Man kann sagen, überall dort, wo man sich ja am meisten aufhält, wo man am ehesten alle Funktionen des Hauses steuern muss. Also zum Beispiel Küche, Wohn- Essbereich, vielleicht auch ein zentraler Flur oder auch oft gesehen im großen Elternbereich, damit man eben nicht mal sein Handy rausholen muss, sondern man kann schnell an der Wand auf dem Weg vom Badezimmer ins Schlafzimmer kann man kurz checken, ist vielleicht noch Licht in den Kinderzimmern an, ist draußen alles in Ordnung, kann ich kurz die Kameras checken und so weiter. Dafür bietet sich die Elli schon sehr gut an, weil die ist trotzdem sehr klein. Und man kann trotzdem alles drauf steuern. Ich kann Türrufe entgegennehmen. Also kann ich die Elli überall dort platzieren, wo ich eben am ehesten zentralen Zugriff auf alle Funktionen brauche. Also Essbereich, Wohnbereich, Küche oder auch Elternbereich. Ein kleiner Nachteil von der Elli ist zu sehen auf der Home-Seite. Wir haben hier nur ein schwarzes Hintergrundbild. Aus der App oder von der Lena kennt man ja, dass irgendwas Geblurrtes im Hintergrund ist, also das ist immer das Projekt Bild. Ich kann nämlich ein Foto von meinem Haus schießen und dann in der App als Hintergrund einrichten. Das ist dann eben so leicht geblurrt hinten. Aber die Elli kann jetzt dieses Bild leider nicht anzeigen. Das heißt, hier ist immer ein schwarzes Hintergrundbild. Aber vielleicht kommt bald auch mal ein Update, wo das dann gelöst wird, dieses Problem. Aber aktuell sieht es eben noch so aus. Durch den OLED-Bildschirm sieht es aber jetzt nicht ganz so schlimm aus, weil eben es einfach nur reines Schwarz ist und ja.
Falls du das Video von der Lisa noch nicht gesehen hast, dann klick doch unten mal in der Videobeschreibung auf den Link. Schau dir das mal an. Da kannst du vielleicht schon mal abwägen, ja, passt jetzt vielleicht die Lisa besser in mein Bauprojekt oder dann doch die Ellie oder vielleicht sogar die Lena, die dann im nächsten Video kommt. Aktiviert gerne die Glocke und dann sehen wir uns schon bald wieder. Bis dahin, ciao.